Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich mit euch über die verschiedenen Bürstenköpfe von Curaprox sprechen. Ich habe hier einmal alle Bürstenköpfe, die es von Curaprox gibt. Ich habe die von der Hydrosonic Pro, von der Black is White und von der Easy und ich möchte heute einmal meine Meinung zu den Bürstenköpfen sagen, euch erzählen, was ich davon halte und all das erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt dran! Ich habe jetzt ja schon einige Videos über die Schallzahnbürste Hydrosonic Pro von Curaprox gemacht. Und bei der Schallzahnbürste, wenn man die kauft, sind diese drei Bürstenköpfe mit dabei. Der Sensitiv, der Power und der Single-Bürstenkopf. Und über diese Bürstenköpfe habe ich jetzt schon relativ viel gemacht. Ich habe jetzt aber häufiger mal die Frage bekommen, was eigentlich mit den anderen Bürstenköpfen ist, mit denen von der Easy und der Black is White. Die sind ja alle miteinander kompatibel, alle passen auf alle Modelle drauf und die anderen Bürstenköpfe sind zum Teil zumindest ein bisschen günstiger als die von der Hydrosonic Pro. Und da dachte ich mir, ich mache einfach mal ein Video, wo ich alle Bürstenköpfe vorstelle und euch erzähle, was ich davon halte. Ich fange einfach nochmal mit den Bürstenköpfen von der Hydrosonic Pro an und erzähle noch einmal kurz, warum ich diese Bürstenköpfe so gut finde und was sie für Eigenschaften haben. Von diesen drei Bürstenköpfen, Sensitiv, Power und Single, verwende ich nur den Sensitiv und den Single Bürstenkopf. Den Power Bürstenkopf verwende ich persönlich nicht. Das heißt aber nicht, dass er schlecht ist. Er ist einfach nur ein bisschen härter und ich brauche keinen härteren Bürstenkopf. Ich verwende immer nur den Sensitiv Bürstenkopf. Was ich an diesen Bürstenköpfen so gut finde, ist einerseits diese kleine Tropfenform. Der Hauptkritikpunkt bei Schallzahnbürsten, den ich immer wieder mal höre, ist, dass die Bürstenköpfe von Schallzahnbürsten im Allgemeinen ja länglich sind und damit etwas zu groß, dass man damit nicht alle Stellen so gut erreichen kann durch diese längliche, größere Form. Und diese kleine Tropfenform, die ist wirklich perfekt, die ist ungefähr so groß wie eine runde, wie ein runder Bürstenkopf von rotierend oszillierenden Zahnbürsten. Das heißt, in dem Fall, also von der Form her, von der Größe her, steht er einem runden Bürstenkopf in nichts nach. Er ist genauso schön klein und man kommt überall wunderbar damit hin. Dann ist diese Form, dass die äußeren Borsten etwas länger sind als die inneren, auch ganz gut geeignet, weil man so Zahn für Zahn gut umgreifen kann und gut putzen kann. Das finde ich auch sehr gut. Dann haben sie noch einen Winkel. Die Bürstenköpfe sind ein bisschen nach vorne geneigt, beziehungsweise der Single-Bürstenkopf ist ein bisschen nach hinten geneigt. Und durch diesen kleinen Winkel kann man einfach schwierig zu erreichende Stellen, gerade die weiter hinten, super gut erreichen. Auch wenn es nur ein ganz kleiner Winkel ist, nur eine minimale Neigung im Bürstenkopf, dass er nicht ganz gerade verläuft, sondern etwas geneigt ist, macht schon wirklich einen großen Unterschied aus. Man merkt das beim Putzen, man merkt wirklich, das hilft einem und man kommt damit besser an die schwierigen Stellen an. Die nächste Sache ist, dass sie eine gummierte Rückseite haben. Es ist kein Muss, aber es ist ein super Bonus bei diesen Bürstenköpfen, denn einige von euch kennen das, wenn man mit der Rückseite gegen die andere Zahnreihe kommt, ist das echt unangenehm. Es ist nicht dramatisch. Ich habe einmal die Frage bekommen, ob das jetzt schlimm ist, ob man sich Sorgen machen muss, wenn man da so gegenkommt. Das war ein Bürstenkopf, der keine gummierte Rückseite hat. Es ist nicht dramatisch, ihr macht damit nicht sofort was kaputt, aber es ist halt auch nicht so gut für die Zähne. Also man sollte schon darauf achten, es zu vermeiden und es ist einfach ein unangenehmes Gefühl. Deswegen die gummierte Rückseite finde ich hier echt gut. Der Powerbürstenkopf, der ist ja etwas härter. Er ist für einen harten Bürstenkopf aber immer noch relativ weich. Also harte Bürstenköpfe von anderen Zahnbürsten sind da deutlich härter. Deswegen finde ich den immer noch sehr gut. Ich würde ihn auch verwenden, wenn ich jetzt einen härteren verwenden wollen würde, aber ich brauche es einfach nicht. Ich habe jetzt keine Zähne. Ich neige nicht zu Verfärbungen oder zu Zahnstein. Also meine mechanische Reinigung ist mit einem weichen Bürstenkopf so gut, dass ich keinen härteren brauche. Aber wenn ihr jemand seid, der vielleicht viele Verfärbungen hat, weil er viel Tee oder Kaffee trinkt oder der eher zu Zahnstein neigt, der kann auch gerne ab und zu mal den härteren Bürstenkopf verwenden. Ich persönlich würde ihn nicht täglich verwenden, nicht dauerhaft, weil das Zahnfleisch ist schon eher empfindlich. Also ich mache mir keine Sorgen um den Zahnschmelz, sondern ums Zahnfleisch.
Und das hatte ich ja in anderen Videos schon erklärt. Beim Zahnfleisch ist es einfach so, jeder ist unterschiedlich. Einige können härtere Bürstenköpfe gut ab, da passiert nichts mit dem Zahnfleisch. Aber bei ganz vielen zieht sich das Zahnfleisch eher zurück bei einem härteren Bürstenkopf. Und natürlich hängt es auch noch von der Zahnbürste ab, ob ihr eine rotierend oszillierende oder wie in diesem Fall eben eine Schallzahnbürste verwendet. Schallzahnbürsten sind generell eher sanfter. Und es hängt natürlich auch noch davon ab, in welcher Intensität ihr damit putzt. Also deswegen kann ich es nicht generell jedem empfehlen, aber auch nicht generell nicht empfehlen. Also das ist sehr individuell. Ich würde einfach nur raten, immer so sanft wie möglich putzen. Und dann gibt es ja noch den Single-Bürstenkopf. Das ist ein Bürstenkopf mit so einem ganz kleinen Borstenbüschel. Und der eignet sich ganz hervorragend für sozusagen die Nacharbeit. Also ich würde nicht alle Zähne damit putzen. Ich würde immer mit einem tropfenförmigen ganz normal putzen. Und dann den Single-Bürstenkopf noch einmal hinterher für das Nachputzen, also für Stellen, die besondere Aufmerksamkeit benötigen. Das sind zum Beispiel der Zahnfleischsaum, also der Übergang vom Zahn zum Zahnfleisch. Dort sammeln sich sehr leicht Bakterien in dieser Nische unterm Zahnfleisch. Und dafür kann man den Single-Bürstenkopf sehr gut verwenden, um eben diesen Übergang zu putzen. Dann kann man ihn sehr gut verwenden bei Kronenrändern oder wenn ihr eine Brücke habt, bei dem Pfeilerzahn, wo die Krone drauf ist, eben die Ränder des Zahnersatzes bei den Kronenbrücken. Genauso auch bei Implantaten kann man das sehr gut verwenden. Implantate brauchen auch eine besondere Pflege und dafür ist er einfach sehr gut geeignet. Oder auch wenn ihr verschachtelte Zähne habt oder gekippte Zähne, die ein bisschen aus der Reihe tanzen. Ihr könnt es auch super gut verwenden, einfach hier unten, wo sich am ehesten Zahnstein bildet, da einfach nochmal mit dem Single-Bürstenkopf nachputzen. Das bringt eine ganze Menge, dass ihr nicht mehr so viel Zahnstein bekommt. Natürlich hängt das noch von anderen Dingen ab, aber der ist auf jeden Fall eine super Hilfe gegen Zahnstein. Oder wenn ihr Weisheitszähne habt, ganz hinten schlecht ankommt, dann ist dieser ganz kleine Bürstenkopf auch super gut geeignet. Dann mache ich jetzt weiter mit den Bürstenköpfen von der Hydrosonic Black is White. Da gibt es insgesamt zwei verschiedene Bürstenköpfe, die zu dieser Schallzahnbürste dazugehören. Das sind einmal die Carbon-Bürstenköpfe mit Aktivkohle. Und die ganz normalen Black is White Bürstenköpfe, die haben keine Aktivkohle. Sie unterscheiden sich so äußerlich erstmal nicht besonders. Diesen pinken hier gibt es auch in Schwarz, dann sehen die wirklich ganz genau gleich aus. Außer dass auf dem einen Carbon draufsteht, kann man die eigentlich kaum unterscheiden. Ich habe jetzt extra den pinken genommen, damit ihr zumindest jetzt im Video einen kleinen Unterschied seht und ja, nicht durcheinander kommt. Also der Carbon Bürstenkopf. Der enthält in den Borsten Aktivkohle. Was mir sehr gut bei dem Bürstenkopf gefallen hat, ist, dass er schön weich ist. Er ist eigentlich genauso weich wie der Sensitiv-Bürstenkopf von der Hydrosonic Pro. Bei mir ist es nur einfach so, ich halte Abstand von Aktivkohle. Aktivkohle ist ein sehr umstrittenes Thema und es ist nicht besonders gut untersucht. Und was immer wieder mal auftaucht in der Literatur, ist, dass es womöglich Mineralien aus dem Zahnschmelz entzieht. Und die andere Sache ist die, dass es relativ abrasiv ist. Und das sind für mich zwei Dinge, die ich auf keinen Fall riskieren möchte. Und solange das nicht ganz eindeutig geklärt ist, dass von diesen Aktivkohle keine Gefahr ausgeht, keine Schäden zu erwarten sind, rühre ich es einfach nicht an. Also ich verwende es einfach nicht, egal ob solche Bürstenköpfe oder Zahnpasta oder Zahnseide gab es auch eine Weile. Aktivkohle verwende ich einfach nicht an meinen Zähnen. Und deswegen kommen diese Bürstenköpfe für mich nicht in Frage, auch wenn sie ansonsten wirklich ganz gut sind. Sie sind, wie gesagt, weich, sie haben die gleiche Form wie von der Hydrosonic Pro, auch diese kleine Tropfenform. Sie haben auch eine gummierte Rückseite, sie sind auch abgewinkelt, das ist alles super, aber aufgrund der Aktivkohle verwende ich sie einfach nicht. Dann gibt es ja die genauso aussehen, also auch alle diese tollen Eigenschaften haben. Ohne Aktivkohle. Ja, ist doch super, dann kann man die ja verwenden. Aber diese wiederum sind härter. Die sind in etwa so hart wie der Powerbürstenkopf von der Hydrosonic Pro. Und das ist mir einfach, wie ich eben gerade erklärt habe, zu hart. Ich verwende den Powerbürstenkopf ja auch nicht. Und
Das ist, wie gesagt, so eine Sache, ja, für einige funktioniert es, aber ich persönlich finde ihn zu hart für den Alltag. Und er kostet auch genauso viel wie von der Hydrosonic Pro, auch 19,90, wenn man ihn nachkauft. Und da sehe ich jetzt einfach keinen Grund, diesen zu verwenden. Also er ist noch nicht einmal günstiger als der Bürstenkopf von der Hydrosonic Pro. Und deswegen, ich würde immer den Sensitiv-Bürstenkopf von der Hydrosonic Pro vorziehen. Dann gibt es noch die Bürstenköpfe von der Hydrosonic Easy. Da gibt es auch zwei verschiedene. Einmal den weicheren, den Sensitiv-Bürstenkopf und den etwas härteren. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich nenne ihn jetzt auch einfach mal Power-Bürstenkopf. Und diese Bürstenköpfe mag ich persönlich nicht, weil ich einfach von den Bürstenköpfen der Hydrosonic Pro so verwöhnt bin. Diese Bürstenköpfe sind nicht schlecht, aber sie haben einfach keines der Vorteile, die die Bürstenköpfe von der Hydrosonic Pro haben. Das heißt, zum Beispiel haben sie diese ganz klassische längliche Form, die ich vorhin schon angesprochen habe, die einfach relativ groß ist, wo man nicht ganz so gut schön Zahn für Zahn einzeln putzen kann und nicht so gut um die Kurven rum kann oder an schwieriger zu erreichenden Stellen. Er ist einfach insgesamt ein bisschen größer durch diese längliche Form. Außerdem verlaufen diese Bürstenköpfe fast ganz gerade. Also wenn ich so ganz genau gucke, hat es vielleicht eine ganz kleine minimale Neigung, aber die würde ich jetzt nicht unbedingt als Winkel bezeichnen. Die bringt auch nichts, da merkt man jetzt keinen Unterschied, dass man irgendwo besser ankommt. Also ich würde einfach mal behaupten, die sind gerade, die Bürstenköpfe, und haben halt nicht diesen schönen Winkel, der einem erleichtert, an schwierige Stellen anzukommen. Des Weiteren haben sie keine gummierte Rückseite. Und dieser Sensitivbürstenkopf von der Easy ist auch nach meinem Empfinden etwas härter als der Sensitivbürstenkopf von der Hydrosonic Pro. Und das sind alles so Faktoren, die sind zwar etwas günstiger, die kosten nur 12,90 € zwei Stück im Vergleich zu 19,90 € von der Hydrosonic Pro, aber für mich ist es das nicht wert. Also ich möchte immer die bestmöglichen Bürstenköpfe haben und das sind für mich die Bürstenköpfe von der Hydrosonic Pro. Wie gesagt, diese sind nicht schlecht, wenn ich die mit anderen Firmen vergleiche, dann kann ich nicht sagen, dass sie schlecht sind. Das sind auch gute Bürstenköpfe. Sie sind halt die klassischen länglichen Bürstenköpfe. Der ist auch weich genug, der Bürstenkopf. Aber ich finde die von der Hydrosonic Pro einfach besser. Und deswegen bin ich immer bereit, mehr Geld auszugeben, wenn ich dafür das Beste bekomme. Zumindest was meine Zähne anbelangt. Denn bei meinen Zähnen und bei meinem Zahnfleisch möchte ich für mich immer das Beste haben. Ich möchte da keine Experimente machen, keine Kompromisse in Kauf nehmen, keine Nachteile in Kauf nehmen. Ihr spart da letztendlich an eure Gesundheit. Die Zähne sind so extrem wichtig für alles. Ich kann gar nicht aufzählen, worauf die Zähne alles einen Einfluss haben. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass man, wenn man diese Bürstenköpfe verwendet und nicht die anderen, dass man unbedingt Schäden bekommt, dass man Karies bekommt, Zahnfleischprobleme. Nein, weil die Bürstenköpfe sind ja auch gut. Aber für mich ist es einfach so, ich möchte nicht gut, ich möchte das Beste. Und ihr könnt das natürlich für euch entscheiden, wie ihr es wollt. Die anderen bringen einfach Vorteile. Für das mehr Geld bekommt ihr ja auch was. Nämlich alle Vorteile, die ich gerade aufgezählt habe, die Hydrosonic Pro Bürstenköpfe haben und diese nicht haben. Und das ist mir das Geld auch wert. Dadurch bekomme ich ja diese Vorteile. Und zum Schluss möchte ich noch einmal sagen, ich habe alle drei Schallzahnbürsten auch zu Hause. Also ich habe nicht nur die Hydrosonic Pro, ich habe auch die Black is White und die Easy. Das heißt, ich habe die Bürstenköpfe auf der dazugehörigen Zahnbürste ausprobiert, aber ich habe sie auch alle auf der Hydrosonic Pro ausprobiert. Also ich wollte wissen, wenn ich jetzt die Hydrosonic Pro besitze, kann ich mir dann günstigere Bürstenköpfe nachkaufen? Ist das genauso gut? Und ich bin für mich trotzdem zu dem Ergebnis gekommen, dass die Bürstenköpfe von der Hydrosonic Pro einfach noch besser sind. Und deswegen würde ich auch immer wieder die nachkaufen. Ja, dann hoffe ich, dass euch dieses Video geholfen hat, dass ich euch vielleicht in eurer Entscheidungsfindung etwas helfen konnte, dass ihr jetzt vielleicht eher wisst, welche Bürstenköpfe für euch am besten geeignet sind, welche ihr haben möchtet. Und schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, welche Bürstenköpfe ihr am liebsten verwendet. Und auch, habt ihr vielleicht schon mal unterschiedlich ausprobiert? Habt ihr die und die und
könnt ihr mir sagen, welche ihr besser findet. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, eure Meinung zu den Bürstenköpfen. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Damit wärt ihr mir eine riesige Hilfe, damit ich einfach noch mehr Menschen erreichen kann und damit noch mehr Menschen helfen kann mit meinen Videos. Und drückt doch auf die Glocke, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden und werdet benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.